aus in Nordnorwegen. Ich kenne mich keinen Meter besser aus in Südnorwegen. Ich war noch nie in Oslo, wollte auch eigentlich nie hin. Lillehammer musste ich googeln, ob die nicht in Schweden sind. Jetzt kenne ich die Insel Utøya. Das heißt so richtig kennen nicht, ich war nie da. Doch im Herzen den Gedanken, den Vergeblichen, den Kranken, kenne ich jeden Baum der Insel, wie sie war. Das ist ja an sich total komisch, könnte man sagen. Aber komisch ist das alles leider nicht, auf das Komische im Tragischen hinzuweisen. Des Sängers traurige Pflicht, ich stelle Fragen, mehr nicht. Bering Breivik, wer bist du oder was? Massenmordmaschine, Muskeln, Hirn und Hass. Autor von Riesenmanifesten, gewieft im Bombenpesten, bombst in Oslo und gleich wieder schießt du 70 Leute nieder. Ich frag mich, kann das so gewesen sein? So schnell, so cool und ganz und gar allein. Super Henker, super Denker, Medienprofi, Höllensohn. Woher hattest du das Geld, die Waffen und die Munition? War dieses Nazi-Schwein ein irrer Einzeltäter? Kann so eine Nazi-Schweine-Bande ohne Auftraggeber auf das Komische im Tragischen hinzuweisen. Des Sängers traurige Pflicht, ich stelle Fragen, mehr nicht. So Fragen hätte ich auch an Henrik M. Broder, an Jürgen Elsässer und Thilo Sarrazin. Waren das nicht dieselben Kugeln aus Hass und Ignoranz in Breiviks Magazin und anderen aus hohem Glanz? Ja, kann man denn ständig über Minderheiten hetzen, Sündenböcke auf die Abschussliste setzen? Aber dann, wenn einer schießt, so einer, der die Texte liest, dann hat man nichts damit zu schaffen. Kriege schaffen ohne Waffen. Stinkt das von vorn oder von hinten? An diesen Mörderflinten haben viele mitgespannt, in mehr als einem Land auf das Komische im Tragischen hinzuweisen. Des Sängers traurige Pflicht, ich stelle Fragen, mehr nicht. Die Fahne Norwegens, die sah ich bisher nur bei so Thorsteiner Nazis, die tun sich jetzt schwer, ihre Freude zu verbergen über diesen Massenmord an 70 linken Jugendlichen auf der Insel hinterm Fjord. Die Fahne Norwegens, die hängt auf halber Höhe jetzt, hat dieses kleine Land sich etwa widersetzt. Ihr habt ja nur genervt, in der NATO Euro nie gehabt. Sind sowas auch so Gründe für so ein Attentat? Ich stelle nur Fragen, die scheinbar keiner stellt. Vielleicht auch besser so, wer weiß, wie es missfällt. Ich kann auch keine Antworten sagen. Und ich schwieg seit vielen Tagen vor Entsetzen unter Tränen. Doch jetzt möchte ich es erwähnen. Was da geschehen ist in Oslo und in Utøya, ich muss gestehen, mir ist einiges noch immer nicht ganz klar. Auf das Komische im Tragischen hinzuweisen, des Sängers traurige Pflicht, ich stelle Fragen.